Unter dem Arbeitstitel Project Nova entsteht bei den Machern von EVE Online der inzwischen schon zweite Ego-Shooter im Universum des Weltraum-MMOs. Dust war ja vor ein paar Jahren der erste Versuch auf der PlayStation 3, der allerdings, na, man kann schon sagen, gescheitert ist. Jetzt der neue Versuch, PC-exklusiv und wie gesagt unter dem Titel Project Nova. Wir haben das Spiel schon ausprobieren können, sogar vor Ort bei den Entwicklern in Island. Mein Kollege Sandro Odak war da vor Ort. Hallo Sandro. Hi Fritz. Was ist das für ein Spiel? Also PC haben wir schon gesagt, aber schon Multiplayer. Ego-Shooter. Multiplayer. Damit haben wir alles. Genau. Es ist ein Sci-Fi, natürlich Sci-Fi, dann spielt ja in diesem Weltraum-MMO-Universum von EVE Online. Es ist ein Sci-Fi-Ego-Shooter mit zwei Komponenten, nämlich einem PvE-Modus und einem PvP-Modus. Im PvP-Modus haben die Entwickler gesagt, sie wollen in jedem dieser Modi wollen sie sich auf einen Modus konzentrieren, um einen Modus gut zu machen. Sie wollen da jetzt nicht irgendwie ein Übermaß von unterschiedlichen Spielarten reinbringen, wovon im Endeffekt sowieso vermutlich immer nur eine gespielt wird. Ja. Und das ist im PvP ein Payload-Konzept, ein Double-Payload heißt das bei denen, also dass zwei Payloads auf der Karte verteilt sind und man die dann zum Ziel bringen muss. Und der PvE-Modus ist ein Modus mit Bots, der ein bisschen mit Domination verknüpft ist. Also du musst Kartenpunkte, Flaggenpunkte auf der Karte einnehmen und gewinnst eben, wenn du die Punkte des gegnerischen Teams, beziehungsweise dein eigenes Punktekonto aufgefüllt hast, indem du halt einfach die Mehrzahl der Flaggen hältst. Die Gegner sind aber halt KI-Soldaten, ja, nicht echte Mitspieler. Also es ist auch ganz klar, müssen wir mal sagen, es ist ein kartenbasierter Shooter, also nichts mit Open World oder irgendwie noch ein Universum drumherum. Es gibt Ideen und Pläne dafür, wie später EVE Online-Spieler da vielleicht noch mit reingeholt werden sollen. Aber im Moment ist es ein in sich sozusagen, also es gibt zwar eine ideelle Anbindung an den EVE, an das EVE-Universum. Es gibt Pläne, wie vielleicht EVE-Spieler daran teilhaben können, an diesen Kämpfen, aber im Moment ist das noch nicht drin und das sind auch wirklich Pläne für die Zukunft, 5 Jahre plus. Mal sehen, ob das Spiel überhaupt noch in 5 Jahren dann sozusagen relevant ist. Das steht ja zur Debatte. Du konntest vor Ort noch nicht den PvP spielen, aber den Koop-Modus. Jetzt wollen wir ein bisschen wissen, wie ist das denn? Oh, da ist sogar ein Leider dabei. Leider, ja. Ich bin ja als ein großer Overwatch-Fan. Ich spiele in Overwatch tatsächlich am liebsten die Payload-Karten. Weil das da halt so ein, also es ist so eine richtige Fokussierung auf einen Punkt in der Karte und ich mag das einfach, dass du dann dass auch alle zusammen spielen müssen und alle wissen, was sie zu tun haben. Den haben wir leider nicht spielen können, weil gerade mit Double Payload hätte mich interessiert, wie das halt klappt. Wir haben jetzt nur den Koop-Modus gespielt. Ich habe mit 3 anderen, also insgesamt zu 4, waren wir in einem Team. Es gibt so ein Loadout-Modell, dass du zwischen 3 Spielerklassen sozusagen wählen kannst, einen Medium, also ein Light, Medium und ein Heavy Soldier. Und den kannst du dann mit Loadouts einfach ausstatten, die so ein bisschen in so eine Hero-Richtung gehen. Also das ist, du kannst also zusätzlich zur Klasse dann sozusagen wählst du deine Heldenart und den kannst du dann sozusagen noch in seiner Waffenausstattung anpassen. Das haben wir jetzt zwar alles noch nicht sehen können, das ist aus alles noch ein bisschen in der Zukunft drin. Ich habe aber im Spiel, da haben wir ein bisschen cheaten können, konnten wir diese Loadouts durchwechseln, weil das dann durch Command-Code-Zeilen ging. Und das bringt schon eine ganz schöne Varianz offenbar mit sich. Also kannst mit einem Flammenwerfer da rumlaufen und du musst natürlich auch ein bisschen zusammenarbeiten. Du hast Skills und Items, die du halt nutzen kannst. Einer natürlich der bekanntesten da ist halt immer so ein bisschen die Support-Klasse, dass du deine Freunde auch wieder aufmunitionierst und heilst. Ein anderer hat vielleicht irgendwie Flächenschaden und Granaten und so. Und das hat tatsächlich dann so nach einer Weile, erst so nach 2 Runden lustigerweise, hat das so eine Dynamik ergeben, dass wir dann eingespielt waren und echt Spaß hatten. So die ersten 2 Runden waren ein bisschen zäh, weil du natürlich halt so viele Sachen auf einmal hast, die relativ neu sind. Aber so nach 2, 3 Runden sind wir da reingekommen und haben dann auch ein bisschen tatsächlich Taktik mitnehmen können, weil da schon relativ viel Taktik drinsteckt, weil du unterschiedliche Gegnertypen hast, die dir halt auch unterschiedlich gefährlich werden können und die KI an einer Flagge lustigerweise immer nur gefährlich wurde. Die anderen 2 Flaggen hatten wir relativ gut unter Kontrolle. Was sie auch sagen ist, es ist ein Shooter mit einer RTS-Komponente, weil du so automatische Geschütze aufbauen kannst.
diese RTS-Komponente würde ich mal in ganz großen Anführungszeichen setzen, weil im Endeffekt kannst du halt auswählen, was da für ein automatisches Geschütz steht. Mhm. Dann ist das wie so ein bisschen so eine Tower-Defense-Komponente, aber so richtig echtzeitstrategisch würde ich das jetzt nicht nennen. Mhm. Der Koop-Modus, hast du gerade schon gesagt, 4 Spieler, 4 Infanteristen. Gibt es denn generell irgendwie Fahrzeuge? Ich meine, EVE Online ist ein Raumschiffspiel. Da würde ich jetzt vielleicht denken, dass da irgendwie noch auch Fahrzeuge oder Raumschiffe dabei sind. Ist das irgendwie drin? Nee. Das ist sozusagen nur die Lore, die Background-Geschichte, die halt sozusagen dahinter steckt. Es gibt ein Fahrzeug, theoretisch, wenn man das auch in Anführungszeichen setzen würde, die gegnerischen Bots werden aus einem Raumschiff, das über der Karte schwebt, gespawnt. Und dieses Raumschiff hat einen Lebensbalken. Ich habe mit den Entwicklern vor Ort darüber gesprochen. Es gibt eine Möglichkeit, dann dieses Raumschiff sozusagen auch direkt zu attackieren, diesen Lebensbalken vom Raumschiff direkt runterzuziehen. Das ist aber auch nur eine theoretische Möglichkeit. Du kannst das auch einfach nur sein lassen und einfach nur die Flaggenpunkte erobern. Du kannst dir also diesen Lebensbalken des Raumschiffs kannst du auch dir einfach ersparen. Die Spieler haben keine Fahrzeuge, nein. Entwickelt wird das Ganze offiziell von den EVE Online-Machern, also CCP Games. Ja. Allerdings tatsächlich sitzt da ein britisches Studio dahinter, ja. Nämlich Sumo Digital. Die kennt man jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie eigene Produktion machen, oder? Richtig. Das ist generell eine recht bewegte Geschichte. Project Nova, ich glaube, der Prototyp kam damals aus dem Team in Shanghai. CCP ist ja auf der ganzen Welt, haben die sich ja verteilt, haben Studios in Amerika, in Asien und in England gegründet, wollten expandieren. Dann ist leider ein Projekt nach dem anderen umgekippt. Ich meine, das VR-Produkt, wie hieß EVE? Valkyrie. Tolles Spiel bis heute, aber das hat einfach keinen Markt gefunden. So sind sie leider ein bisschen in finanzielle Bedrängnis gekommen und die ganzen Einzelstudios wurden geschlossen, unter anderem auch Shanghai. Sie sagen jetzt auch, die Leute, die sozusagen Project Nova in Shanghai begründet haben, wurden dann zurückgeholt nach Island und machen das Spiel jetzt. So richtig ist das, glaube ich, nicht der Fall, denn wie du schon gesagt hast, so die tatsächliche Arbeit haben sie ausgelagert an Sumo Digital und die sind halt bekannt dafür, dass sie im Namen von anderen Entwicklern ihre Portierungen und Umsetzungen machen, teilweise parallel zu der Entwicklung von einem Spiel dann zum Beispiel eine PC-Version rausentwickeln, aber tatsächlich so für Eigenproduktionen sind die jetzt nicht unbedingt bekannt. Wie war denn? Die Producer sitzen aber bei CCP, also sozusagen schalten und walten tun die EVE Online-Entwickler, aber die technischen Umsetzungen, das Entwickeln passiert halt dann woanders. Genau, deshalb wollte ich das Ganze gerne mal ein bisschen, dass wir das ein bisschen klären, bevor wir noch zu der Frage kommen, wie dein Eindruck von der Qualität ist, was du da gespielt hast. Wie fühlt es sich an? Wie rund wirkt das? Also wir müssen jetzt fairerweise sagen, wir sind in einer noch Vor-Alpha-Phase. Genau. Es wird demnächst eine Alpha starten, aber dazu gleich noch mehr. Wie war das tatsächliche Spielgefühl? Das, wie ich gerade schon gesagt habe, es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir da irgendwie reingekommen sind. Das Spiel sieht ganz gut aus. Ich meine, das ist halt natürlich ein Unreal Engine 4 Spiel. Die Assets haben eine Grundqualität, die ich ganz positiv bewerten würde. Aber es ist halt schwierig in einem Segment, wie in einem Online-Shooter-Segment, Fuß zu fassen mit einem Konzept, das so aussieht wie Project Nova. Ich finde, Project Nova ist so ein typisches Spiel, wo ich sagen würde, naja, ist halt da, aber es tut sich sozusagen mit nichts großartig hervor. Zumindest nicht großartig positiv hervor, auch nicht negativ, um ehrlich zu sein. Es ist halt so ein typischer Mittelmaß-Shooter. Es kann sich ändern im PvP-Modus. Ich würde ihn sehr gerne spielen. Ich freue mich echt drauf. Ich konnte ihn jetzt halt noch nicht anspielen. Im PvE-Segment würde ich jetzt nicht sagen, dass sich Nova in irgendeiner Art und Weise hervortut. Und das ist halt schwierig, wenn du links und rechts so viele gute Konkurrenten hast. Und gleichzeitig natürlich hast du noch diese Anbindung an das EVE Online-Universum. Ich glaube, CCP, die Entwickler denken, das sei was total Positives. Ich glaube, das tut dem Shooter eher schwer, weil ein klassischer Shooter-Player, der einfach nur sagt, ich brauche Zerstreuung für ein Match, das 15 oder 15 Minuten dauert, der wird sich nicht etwas ans Bein binden wollen, wo sozusagen diese EVE Online-Lore im Hintergrund steckt, dieses super, super, duper komplexe System von Geschichten. Und gleichzeitig wird ein EVE Online-Spieler, der diese super tiefgründigen, komplexen Geschichten will, ja nicht ein Shooter spielen, in dem er halt dämliche Bots
niedermäht. Also da verstehe ich noch nicht so ganz, wie die beiden sich ergänzen sollen. Ich glaube, das tut eher schwer. Dass den einen, den Shooter-Spieler, schreckt vielleicht die EVE Online-Lore ab und den EVE Online-Spieler schreckt vermutlich die Simplizität von so einem Bot-Match ab. Das ist gefährlich für einen Shooter wie so einen. Dann noch eine wichtige letzte Frage. Was ist denn das vom Bezahlkonzept für ein Spiel? Ist es ein Pay-to-Win? Sag ich schon, Pay-to-Win-Spiel? Ist es ein Buy-to-Play? Also kauft man das einmal? Ist es Free-to-Play? Pay-to-Play. Pay-to-Play, genau so rum. Das haben sie mir leider noch nicht beantworten können. Also ich habe diese Frage den Entwicklern ganz genauso gestellt und sie haben auf jeden Fall Konzepte drin mit erweiterbaren Loadouts und so weiter und so fort. Skins könnten da auch noch reinpassen. Und sie wollten mir das noch nicht beantworten, weil sie sagen, sie haben diese Frage selber noch nicht geklärt. Also sie wissen noch nicht, ob das ein klassisches Buy-to-Play-Spiel wird, wo alles von Anfang an drinsteckt. Sie wissen nicht, ob das vielleicht ein Spiel mit, also was du kaufst und trotzdem dann Mikrotransaktionen bietet. Sie wissen noch, es könnte natürlich dafür sprechen, dass man auch, wenn man so viele Loadouts und Helden halt hat, dass das vielleicht in eine Richtung wie ein Rainbow Six geht, dass du dir dann einzelne Helden nachkaufst. Es könnte auch wirklich Free-to-Play sein, wo dann einzelne Komponenten nachgekauft werden müssen. Aber das haben sie noch nicht beschlossen, haben sie sich noch nicht entschlossen oder wollen es zumindest einfach noch nicht kommunizieren. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Interview geführt mit den Entwicklern und sie waren zumindest offen auch für Free-to-Play-Konzepte, aber halt ganz gezielt nachgefragt nach, gibt es denn auch gute Mikrotransaktionsbeispiele. Da war von allen immer die Aussage, ja, also wenn, dann würden wir es gerne, oder dann finden sie Spiele wie Overwatch gut, die halt nicht einzelne Spielinhalte verticken, sondern das, was verkauft wird, sowieso nur Skins sind. Das würde eventuell darauf hindeuten, dass es wie in Overwatch ein Spiel zum Kaufen ist und dann aber halt Skins noch nachgekauft werden können. Das ist aber alles noch nicht in Stein gemeißelt. Hat ja auch einen Grund, dass es noch nicht in Stein gemeißelt ist, denn das Spiel soll erst 2019 kommen für den PC, erstmal exklusiv. Wir wissen eben noch nicht genau, ob es Free-to-Play wird oder nicht. Ihr könnt euch aber jetzt schon anmelden zu einer Closed Alpha, die im November noch starten soll. Da kann man das dann schon mal ausprobieren. Und da wird auch der PvP-Modus schon drin sein, den wir jetzt noch nicht ausprobieren konnten. Dann spiele ich auf jeden Fall mit euch mit. Genau, und dann kriegen wir vielleicht auch noch mal kurz eine Info, würde ich sagen, wie denn dieser PvE-Modus ist. Das war unser erster kleiner Blick auf Project Nova, soweit der Arbeitstitel dieses Spiels im EVE Online-Universum und so mehr oder weniger der zweite Dust-Versuch, könnte man sagen. Mal gucken, wie das so weitergeht. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Hier sein. Danke, ciao. Macht's gut.